herzlich willkommen. Es geht hier los. Erste Damen-Basketball-Bundesliga. Der deutsche Pokalsieger, die Liga Hannover Luchse, gegen den deutschen Meister, die Botronic Stars aus Keltern. Es ist angerichtet. Herzlich willkommen, liebe Einwohner, Matthias und allen hier an Bordio. Unsere Gäste aus Keltern spielen in folgender Aufstellung. Mit der 1, Botella Sanders. Mit der 2, Clara Wendel. Mit der 3, Kapitänin Alexandra Wendel. Mit der 7, Elina Koskibies. Mit der 8, Linda Rechorata. Mit der 10, Adrian Webb. Mit der 11, Samantha Cooper. Mit der 12, Johanna Klug. Mit der 13, Olesea Malashenko. Mit der 21, Alexandra Chris Rust. Mit der 24, Matthias Pavic. Mit der 29, Sarah Rubi. Kurz mit das Team von Cora Noyo und Ruben Kusser. Licht aus! Die Tiga Hannover Luchse, der deutsche Pokalsieger, angeführt von unserem Maskottchen Lucky! So, meine Lieben, damit gehen wir live rein hier in die Spielervorstellung. Tilke Haluxe laufen gerade ein. Ja, hört es im Hintergrund, angekündigt von Hallensprecher Bodo Gades. Läuft hier die Mannschaft ein, der amtierende Pokalsieger, die Tilke Haluxe. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und in gute 6 Minuten startet dann hier der Tip-Off. Und damit kommt Table erstmal aus der Wahl.
Ja, und damit ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend hier zu unserem Livestream. Grüße euch und Sie alle. Schön, dass ihr dabei seid. Spieltag 1 Toyota Damen Basketball Bundesliga. Gut 2 Minuten 30 noch, bis es hier losgeht. Und wir freuen uns auf, ja, man kann das glaube ich so sagen, es deckt das Topspiel. Erster gegen Zweiter, mehr geht da eigentlich nicht. Heutige Partie, die wir für euch parat haben. Das sind die TKH Hannover Luchse und zu Gast hier im Birkendom in Hannovers Südstadt sind die Rotronic Stars aus Keltern. Ja, der amtierende deutsche Meister auch mit einem rund erneuerten Kader. Ich habe mir gerade nochmal die Stats der vorherigen Saison angeschaut. Das ist schon bemerkenswert. Da sind einige neue Spielerinnen dabei und das muss dann so eine Mannschaft auch erstmal kompensieren. Starting Five, habt ihr vielleicht gerade kurz im Hintergrund gehört. Ich gebe das Ganze für euch noch einmal kurz durch. Mit der Nummer 3 haben wir da Alexandra Wilke. Mit der 11 startet Samantha Emma Cooper. Die 21, das ist Alexandria Elizabeth Kiss-Rusk. Mit der 24 startet Mattia Tavic. Und die 29, das ist Sarah Rumi. Ja, und die TKH Luchse auch hier großer Turnaround im Kader. 6 Spieler haben den Verein verlassen. 5 neue sind gekommen und auch hier einmal die Starting Five für euch. Mit der 0 startet Taya Ray Hansen. Die 2, das ist Dara Naylor Taylor. Mit der 11, das ist die neue Kapitänin der Luchse. Auch hier wird spannend werden zu sehen, wie sie ihre neue Rolle annimmt. Das ist Laura Stockton. Die 12, das ist Rowena Jungling und mit der 18 ebenfalls neu im Kader die neue Center-Spielerin, das ist Brianna Lee Rollerson. Ihr Lieben, 35 Sekunden bis zum Tip-Off. Spiel also kurz vor Tip-Off. Beide Teams nochmal im Huddle mit letzten Absprachen. Ja, und wir freuen uns auf dieses Spiel. Lange noch jetzt ohne Basketball verbracht, beide Teams mit einer intensiven Vorbereitung. Wer das auf den gängigen Kanälen verfolgt hat, Social Media, die neue Website der Luchse auch vorgestern online gegangen. Es war eine intensive Vorbereitung. Klar, so ein Team, das muss ich auch erstmal finden und wir sind gespannt, wie das Ganze sich im Spiel dann gleich zeigen wird. Genau, ich stelle mich auch noch ganz kurz bei euch vor. Ich bin Sönke Seitschicker. Ich habe die Ehre, das Ganze euch jetzt hier präsentieren zu dürfen. Wir machen das Ganze zusammen mit meinem Bruder, der heute allerdings noch verhindert ist. Der startet dann nächstes Wochenende mit rein beim Spiel gegen die Albatrosse aus Berlin. Und in wenigen Sekunden geht es dann hier los. Dann sind wir kurz vor Tip-Off. Ball ist in der Mitte. Schiri ist noch mit kurzem Augenkontakt zum Kampfgericht und dann freuen wir uns, denn jetzt kommt der Tip-Off und die Saison 2023-2024. Kurz vor Beginn gibt es noch eine kurze Regelerklärung hier vorne beim Tip-Off. Und dann starten wir. Let's go! Ball zuerst bei Keltern, Aufbauspielerin, die Nummer 24. Das ist Mattia Tavic. Erstes Handspiel runter in den Post und dann haben wir dann den ersten Wurf. Rebound allerdings weiterhin bei Keltern. Laufen jetzt erst im Pick and Roll und dann der Wurf aus dem Pick and Roll. Viele Offensiv-Rebounds. Auch vielleicht ein erstes Zeichen. Die Gäste aus Keltern hier offensiv am Arbeiten, schöner Trailer, Spin-Move, jetzt ist er immer noch bei Keltern, Ball an der Baseline, Ball im Aus und wir sind gespannt, welches System die Gäste jetzt zuerst laufen.
Einwurf wird übernehmen die Nummer 28. Ball ist jetzt im Spiel. Schön um den Screen rumgekommen. Größten Vorteile da. Und dann haben wir das erste Foul der Partie. Das geht gegen Brianna Rollerson. Erstes persönliches und das sind die ersten Freiwürfe des Spiels an der Linie mit der 24 für Keltern. Das ist Matea Tavic. Erster ist sicher drin. Ja, spannend zu sehen hier in den ersten paar Sekunden des Spiels. 40 Sekunden haben wir gespielt. Waren direkt zwei Offensiv-Rebounds für die Gäste aus Keltern. Jetzt aber der erste Angriff für die TKH Luxe. Ball wird vorgebracht von der Aufbauspielerin Clara Roll. Ball jetzt auf dem Flügel. Erstes Pick and Roll der Partie läuft. Da Block nicht ganz sauber genutzt. Ball geht nochmal raus auf den Flügel. Nächstes Pick and Roll. Was ist der Vorteil? Dann kommt der Stepback. Jetzt ist er aber immer noch bei Hannover. Und das wird auch spannend sein, hier zu sehen, wie die neue Center-Spielerin der Luxe am offensiven Brett agieren wird. Immer noch 0:0 in der Partie. Ah, da der Fake. Und dann sind das die ersten Punkte für Keltern, kommen von Alexandra Wood. Hannover in Ballbesitz. Laura Stockton, ja, schöner Pull-up. Yes! Ja. Erste Punkte für die Luxe. Kommen von Laura Stockton. 2:2. Der Score. Hohes Pick and Roll, eine dieser langen Center-Spielerin da der Gäste, die 21. Das ist Kiss Rusk für die Gäste aus Keltern. Ball jetzt aber schon wieder bei Hannover. Robertson oben am Block. Auf den Flügel. Wieder das Pick and Roll. Tief gestellt der Block. Nächster Pull-Up-Jumper. Nächsten Punkte für Hannover von Samantha Emma Cooper. Schön gestellter Block. Und da seht ihr jetzt auch schon mal, beziehungsweise bekommt einen kleinen Vorgeschmack. Gut gestellter Block. Und dann führt das meistens zu einfachen Punkten. Foul ist gepfiffen. Foul aber natürlich nicht in der Ballbewegung, bedeutet Einwurf Baseline. Ball ist jetzt im Spiel. Wieder oben bei der 21. Alexandra Kiss-Rusk. Das Pick and Roll werden wir heute noch öfter sehen. Da ist es schon wieder, aber da hat noch ein Lux die Hand dazwischen. In dem Fall Taya Hansen, die den Ball da ins Ausspielt, bedeutet mit 4,8 Sekunden auf der Shotclock gibt es nochmal die Möglichkeit für die Stars aus Keltern. Muss jetzt schnell gehen. Jetzt ist aber der Gast zuletzt dabei, bedeutet Einwurf Luxe. Schöner Drive. Guter Versuch von Taya Hansen, der ist sehr schwer zu verteidigen. Jetzt mal ohne Wurfglück. Gäste spielen das wieder mit dem jetzt schon bekannten Pick and Roll. Und da haben wir den Moving Screen Block nicht gestellt, beziehungsweise nicht festgesetzt. Heimmannschaft ganz kurz hier mit dem mit der Ankündigung auswechseln zu wollen. Das Ganze wird zurückgezogen von Coach Sidney Parson. Gibt uns die Möglichkeit, kurz durchzuatmen. Schied sich da sowieso gerade im Gespräch mit dem Gästecoach. Da scheint es noch Klärungsbedarf zu geben für den bewegten Block gerade im Angriff davor. Aber auch nochmal für euch alle, die vielleicht nicht täglich beim Basketball dabei sind. Der Block muss natürlich stehen. Erst dann darf der in dem Fall Aufbauspieler diesen Block nutzen. Ansonsten ist das Ganze noch offensivvoll. TKH wieder im Ballvortrag. Fake Handoff. Foul gepfiffen gegen die 11 der Stars.
Erstes persönliches, zweites Teamfoul. Und das Foul geht gegen Samantha Emma Cooper. Die Luchse wechseln das erste Mal. Mit der 21 kommt Sarah Louise Polleros. Und die Luchse wieder im Angriff. Erster Dreier, der ist tief! Der ist tief, aber der ist drin. Drei Punkte, und das bringt den Birkenbogen hier in der Südstadt in Europa das erste Mal zum Explodieren. Schwieriger Wurf. Haut sie trotzdem rein. Stars versuchen zu antworten, machen das auch. Lefty da erfolgreich, das ist die 29, Sarah Rumi. Direkt die Antwort ins Gesicht. Nächster Dreierversuch ist wieder drin! Ist wieder drin! Zweiter Dreier für die Luchse. Kommt von Sarah Polleros. Und ihr hört schon, Stimmung ist gut hier in Hannover. Fans haben lange gewartet auf diesen Season-Opener. Genauso wie ganz Basketball Deutschland. Natürlich durch den WM-Titel der Männer jetzt hier bei der WM. Nette Zwischenabwechslung gehabt, aber jetzt gibt es hier wieder Erstliga-Basketball in Hannover. Nächster Polar. Und die Frau hat richtig Bock. Dritter erfolgreicher Korb von Dara Naylor Taylor. Wieder der tiefe Dreier. Und wieder die Antwort. Sarah Rumi erneut erfolgreich. Ja, da kommt sofort die Anweisung vom Coach von Sydney Parson. Da muss dann der Extraschritt rausgemacht werden. Ansonsten sind das Dreier, die der Gast hier eiskalt verwandelt. Taylor im Spielaufbau. Block kommt. Gut genutzt. Jetzt war das Pick and Roll. Gut durchgetankt. Ja, kommt der späte Pfiff. Und das bringt die neue Center-Spielerin, Lorena Rollerson, das erste Mal an die Linie. Und das Foul gegen die Stars geht gegen die 21, Elizabeth Kiss Rusk. Hier natürlich auch gerade nach so einem Season-Opener immer noch mal wieder Gesprächsbedarf, auch zwischen Kampfgericht und Schiedsrichter. Und ich habe viel dafür getan, euch hier in der Halbzeit und in der Viertelpause jeweils auch ein paar Stats mit auf den Weg zu geben. Das ist ja bei unserer Übertragung nicht immer gegeben, dass da der Überblick bestehen bleibt. Wie sieht das Scoring aus? Wie wird gereboundet? Erstmal sind hier aber die erfolgreichen Freiwürfe von Lee Rollerson. Oh, schöne Bewegung. Das haben wir gut verteidigt. Gut und fair verteidigt. Kein Durchkommen da für die Aufbauspieler. Ah, schönes Anspiel, kann sie damit links durchaus mal finishen. Das ist Stars wieder im Angriff. Der 24, das ist Matija Tavic, mit dem Ball schnell nach vorne. Und der Ball ist schon wieder raus. Wechsel bei beiden Teams sind angesagt. Für den TKH kommt neu India Farsi. Und die Gäste wechseln ebenfalls neu mit der 13 auf dem Feld. Das ist Olesia Malaschenko. Ticker hat Spielaufbau. Und kurz angebracht, kommt dann aber nicht. Stattdessen der tiefe Dreier, der jetzt hier aber nicht fällt. Die Gäste machen das Spiel schnell. Ah, es wird zugestellt. Ball geht runter den Post. Turnaround, der Jumpshot fällt aber nicht. Kicker am Angriff.
Foul gegen die Stars, geht gegen die 24. Matija Tavic, müsste ihr erstes persönliches sein. Wir warten mal kurz, was parallel vom Heimsprecher hier durchgesagt wird. Wechsel bei den Luxen. Neu kommt mit der Nummer 0 Taja Hansen. Frau gegen die 24, von der habe ich erstes persönliches Frau. Hier ist die Frau Wechsel bei den Dienst für Hannover zu Taja Hansen. Weiter geht's mit Einwurfseite. In der Farsi. Da geht runter in den Post. Ah, da dachte ich gerade, sehen wir das erste Mal was vom Postgame vom neuen Center-Spieler. Ah, die aber noch. Ja, dann tappt er sich so durch. Und sich den eigenen Rebound. Tankt sich durch und dann wird sie Punkte für Brianna Lee Rollerson. Beste Spielaufbau. Schnell abgedrückt. Ah, wieder ist der Ball bei den Gästen, die Luxe noch mit Problemen da, den Defensiv-Rebound einzusammeln. Aber jetzt ist der Stil da. Luxe macht das Spiel schnell. Ball wird schon rumgepasst. Oh, schneller Dreier. Das ist ein schwieriger Wurf. Beine bzw. Wurfposition noch jetzt nicht optimal eingenommen. Oh, schönes Lob-Anspiel sehen wir hier. Guter Pass von Olesia Malaschenko runter auf die andere lange Spielerin. Das ist Samantha Emma Cooper mit den einfachen Punkten. TKH schon wieder im Angriff. Oh, schöner Screen. Dreier ist offen und reingenagelt von Taja Hansen. Emotionen, Einstellungen stimmen bei den Luxen. Körpersprache gefällt mir sehr gut. Oh, schöne Bewegung. Ah, kann sie nicht finishen. Spätes Foul. Geht gegen die 21 der Luxe. Spielerwechsel ist angezeigt. Neu bei den Stars. Kommt mit der 10. Adrian Nicole-Webb. Gäste mit dem Einwurf an der Baseline. Ball ist oben. Beide Aufbauspielerinnen Linda Lotta Allen Elina. Holding Foul ist gepfiffen gegen den TKH. Jetzt müssen die Luxe ein bisschen aufpassen. Viertes Team-Foul. Gäste also mit dem Einwurf. Und es kommt mal mit der 6 für die Luxe, Finja Schake. Ja, es ist ganz spannend jetzt zu sehen, wie die Stars natürlich auch anders attackieren, wissen natürlich um die Situation, dass die Luxe jetzt hier mit das 5. Team voll erreicht haben und auch da nochmal die Info für euch alle, die vielleicht nicht regelmäßig beim Basketball dabei sind. 5 Teamfouls pro Viertel sind zu geben und danach dann immer Freiwürfe, unabhängig davon, ob das Foul in der Wurfbewegung oder eben in einer anderen Situation erzielt ist. Glück jetzt hier von Hannover, dass sie die Freiwürfe nicht nutzen kann. Oh, war das ein Pass oder ein Wurf? Auf jeden Fall geht er gegen den Ring und ist jetzt wieder bei den Stars. Alles schön gespielt. Kann aber nicht finishen da. Links den Layup-Versuch. Letzte Minute in diesem ersten Viertel läuft. Luxe wollen nochmal wechseln. Haben jetzt aber erstmal noch 8 Sekunden für den Angriff. Ball ist weg. Aber gut aufgepasst in der Defense.
Luxe jetzt wahrscheinlich mit dem Versuch, schnell abzuschließen. Ja, das ist ein gutes Spiel. Das ist ein schönes Spiel. Taylor auf Parsi, gefällt mir sehr gut. Das Zusammenspiel der beiden da vorne. Und die Luxe werden wohl noch einmal in Ballbesitz kommen. Erstmal jetzt mal hier der Dreierversuch. Boah, der ist tough. Der ist ins Gesicht. Nochmal der Dreier und die Luxe jetzt mit der letzten Possession des ersten Viertels werden den Angriff logischerweise jetzt ausspielen. Gut verteidigt, gut zugemacht und das ist das Ende von Spielviertel Nummer 1. 2016 Führung für die TKH Luxe. Erster Spieltag in der Toyota Basketball Bundesliga. Genießt die erste Präsentation der TKH Cheerleader und wir sind dann gleich mit dem zweiten Viertel für euch wieder da. Bis wir ins zweite Viertel starten. Ich warte hier noch parallel auf den Boxscore für euch. Schöne erste Aktion. Gerade im Frontcourt. Der Luxe hat mir gut gefallen, das Zusammenspiel da zwischen Taylor und Farsi. Die Chemie da auf jeden Fall schon gegeben. So, und dann kommen gleich für euch Brühl waren hier die ersten Stats. Topscorer für die Luxe. Mit jeweils 5, ja, ich hatte es gerade angesprochen, Farsi und Taylor jeweils mit 5. Und bin mal gespannt hier auf die Rebound-Statistik. Ja. 9:8. Geht das Rebound-Duell in Viertel Nummer 1 an die Luxe. 7:0 der längste Run. Das ist natürlich auch immer ein Vorteil, wenn du hier als Heimmannschaft auftrittst. Die Fans im Rücken, sowas kann natürlich pushen. Die Stars dagegen nur mit einem kurzen 3:0-Lauf zu Beginn dieses ersten Viertels. Jetzt aber sind wir wieder beim Spielgeschehen. Schauen, was die Luxe hier in diesem Angriff bekommen. Shotlock wird zum Thema. Hat sie den Blick? Ja, hat sie. Ja, dann ist es natürlich ein schwieriger Wurf. Shotlock im Nacken, Verteidiger ist da. Dann guten Wurf loszuwerden. Jeder, der schon mal mit einer Shotlock auf dem Feld stand, weiß, dass dann wirklich das eine große Herausforderung ist, da einen sauberen Wurf loszuwerden. Luxe wechseln, die von mir eben angesprochene Brianna Lee Rollerson kommt. Luxe wollen wieder ein bisschen größer werden, wollen das Rebounding stärken. Und wir machen weiter mit Einwurf Baseline. Geld hat jetzt im Spielaufbau. Ja, guter Boxout. Guter Boxout. Ball ist bei Hannover.
Kommt direkt runter zum Korb. Wirkt jetzt etwas überhastet. Schöner Handoff. Kick-out für den Dreier. Oh, muss ein bisschen mit Seconds aufpassen. Wühlt sich da durch. Ja. Gut verteidigt. Gut verteidigt von Alexandria Kiss Rusk. Und dann der Schrittfehler von Brianna Lee Wallerson. Zu viele Schritte da und auch die 3 Sekunden, die man in der gegnerischen Angriffszone verbringen darf. Da natürlich auch ein Thema. Oh, schöner Reverse. Keltern ist wieder dran. 20 Beile der Spielstand. Oh, das ist eine schöne Bewegung. Mit der linken Hand. Englisch, wie der Amerikaner sagt. Ach, schlechter Boxout. Ball bleibt bei Keltern. Aber gut die Halbzeit. Da wird man jetzt der Wallerson lassen. Kommt da gut die Halbzeit rüber. Macht den Passweg schwer. Ansonsten wäre es gleich ein schönes und offenes Pick and Roll gewesen. Beste Wechsel. Also Heimmannschaft, sorry. Heimmannschaft wechselt. Der 29. Zockauf. Schöner Screen, schöne Block gesetzt und dann haben wir den Pull-Up von Dara Taylor, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja, da muss Keltern noch mal ein bisschen besseren Job machen, das ist zu einfach dann im Endeffekt, wenn da nach dem gestellten Screen der Wurf so offen rauskommt. 10 Punkte von Wallerson, die jetzt dann so kuschelt und dann vorführt, ihre Masse nutzt. Sich gut durchtankt. Timeout, Keltern, Spielstand 26-20. Kurzes Timeout. Der Gäste möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das ist bisher mit 8 die 29 der Stars. Sarah Ruby in knapp 6 Minuten auf dem Feld. 8 Punkte erzielt. Ein Assist gespielt. Allerdings auch mit 2 Turnovern. Also da muss sie im Ballvortrag noch ein bisschen sicherer werden. Jetzt mit Einwurf an der Baseline. Spannend jetzt zu sehen, wie da so eine Half-Court-Press der Luxe gespielt wird. Gegnerischer Verteidiger bzw. Aufbauspieler wird früh in die Manndeckung genommen. Auch deswegen jetzt nur noch 10 Sekunden für diesen Angriff. Fadeaway unterm Korb. Die Verteidigung von Wallerson. Ja, dann wollen sie da ein bisschen zu aggressiv auf den Stil gehen. In dem Fall dann das erste persönliche Foul. Gegen Adrian Webb. Ja,
Ja, gegnerische Coach ist da im regen Austausch, nenne ich es mal, mit dem Offiziellen. Will da ein Holding gesehen haben, wenn ich sie richtig interpretiere. Würde ich so aber ehrlicherweise auch nicht geben. Normaler Zweikampf, Ball ist sowieso bei den Stars. Und die Französin Sarah Romy mit dem Einwurf. Dreier. Yes. Drei Punkte von Samantha Cooper. Starker Block. Ja, die Bank der Luxe will da das End-One. Gibt's aber nicht. Schiedsrichter da mit der ganz klaren Ansage, dass das Foul vor der aktiven Wurfbewegung kam. Deswegen Einwurf Seite. Aber Stockton. Doch. Taylor. Farsi. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, wie sie da unter dem Korb diesen Durchstecker probieren. Aber die Stars, denen fällt das natürlich genauso auf wie mir hier vom Kommentatorenplatz und dann sind die Hände einfach zu schnell. Timeout, Luxe 26-25, 5-0 Lauf der Stars, kurzer Break. Zweiten Viertel. Enges Spiel. Das war so zu erwarten. Ein Punkt der Vorsprung für die Luxe aus Hannover. Und wir schauen mal, was Sydney Parson ihren Spielerinnen hier mit auf den Weg geben hat, wie die hier aus dem Timeout kommen. Geht hoch auf Sarah Pollos. Shotlock. Wieder dieser von mir gerade angesprochene Durchstecker. Ja, und während die Gäste da lamentieren, macht der Center der TK Luxe das, was er zu tun hat. Er geht direkt wieder hoch, sammelt den Rebound ein. Punkte für den TKH. Gäste können den 3-Punkte-Wurf hier nicht erfolgreich unterbringen. Ah, dachte ich kurz, dass er noch reinfällt. Den Wurf haben wir schon ein paar Mal gesehen von Dara Taylor. Die US-Amerikanerin aus Manhattan kommt sie. Ist also die große Bühne gewohnt, wenn man so möchte. Gäste wechseln, es kommt neu mit der 24 und Matija Tavic und mit der 3 kommt ins Spiel Alexandra Wilke. Let's go,
Ah, kriegt er noch? Boah. Ja, geht da motiviert hinterher. Brianna Rollerson aus den USA. Centerspielerin der Hannoveraner Luchse. Dann allerdings etwas zu übermotiviert, holt sich ihr zweites persönliches Foul ab. Teamfoul-Grenze noch nicht erreicht. 4:14 auf der Uhr. 4:14 in diesem zweiten Viertel und die Stars im Ballbesitz. Rebound Rollerson. Und Taylor mit dem Spielaufbau. Ah, ja, das war richtig schön gespielt. Klassisches Pick and Roll, ploppt da gut auf. Wow, tough. Schön Dreier, Derrick Taylor, 4-3. Ball im Aus. Gut gespielt von den Luchsen. Und die Luchse mit dem Wechsel. Neu kommt Maya Hansen. Kanadierin, oh, rot und weiße Trikots kennt sie also. Ah, Rollerson beißt sich da beim Rebound durch. Und da muss ich wirklich mal ein kleines Lob aussprechen. Also jeder, der sich mal den Spaß machen möchte und einfach nur die weiße 2, Dara Taylor, der Luchse beobachtet. Also der Kopf ist immer oben, damit immer der freie Pass bzw. die freie Mitspielerin gesucht. Macht Spaß, hier zuzuschauen. Vorgepfiffen. Gegen die 0, Taya Hansen. Und neu kommt mit der 12, Johanna Klug. Forward, 24 Jahre jung. Sie aus Deutschland kommend mit 1,89, zweitgrößte Spielerin der Stars. Mal schauen, was sie da jetzt gegen Wallerson entgegensetzen kann. Da haben wir sie. Ball geht erstmal runter in den Post zu Samantha Cooper. Schön verteidigt. Gut verteidigt von den Luchsen, die sich da nicht auf den Fake einlassen. So, wisst ihr jetzt, was ich meine? Wisst ihr jetzt, was ich meine? Super smart gespielt. Dara Taylor, Durchstecker, Bilderbuch Basketball. Fuß gespielt, gibt neue 14 auf der Shotclock für die Stars. 2 Minuten 10 im zweiten Viertel. Kurz vor euch zu Hause, dem Schiri wird da ein bisschen zu wild an der Seitenlinie gestikuliert. Gibt das technische Foul gegen den Trainer der Stars und damit den Freiwurf ohne Aufstellung für Dara Taylor. Ach,
Ball ist bei den Luxen. 1:30 noch im zweiten Viertel zu spielen. Taylor über den Spielaufbau. Schöner Handoff. Block von Gustafsson. Oh, Travel. Schrittfehler. Schrittfehler bei den Luxen. Turnover Hannover. Timeout Keltern. 1:23 noch zu gehen in diesem zweiten Viertel. Gleich geht's weiter. Weiter geht's. Ball ist bei den Stars. Center kommt hoch. Fake Handoff. Jetzt der Pass zur 29. Jetzt geht der Ball runter den Post. Ja, schöne Bewegung. Schöne Bewegung von Johanna Kluter. Setzt ihren vollen 1,89 ein und es läuft die letzte Minute im zweiten Spielviertel. Ja, das ist ein schwieriger Wurf, gut verteidigt von Johanna Klug. Luxe werden sicherlich noch ein oder zwei Possessions bekommen. Wir schauen uns den nächsten Angriff an. Oh, der fällt rein. Schöne Bewegung von Sarah Rumi, die Französin, linkshändig, 1,80, 29 Jahre jung. Schöne Bewegung. Zehn Sekunden noch im zweiten Viertel. Timeout angezeigt.
10 Sekunden in diesem zweiten Viertel. Schauen wir mal, was der Coach der Luchse sich hier für ein Play überlegt hat. Laura Stockton steht zum Einwurf an der Seite bereit. Los, nächste Kunde, wir geben alles für zwei weitere Punkte. Ball jetzt ins Spiel. Block oben wird gestellt. Nimmt den Wurf. Korb zählt nicht mehr. Wir gehen in eine Halbzeit. Wir gehen in ein enges Spiel. 15 Minuten Pause. 34, 31. TK kann also durchaus mithalten in diesem engen Spiel. Führt zur Halbzeit. 34, 31. Fouls noch nicht wirklich ein Thema. Nur auf die 3 von Taya Hansen. Es ist sicherlich zu achten, dass da nicht noch viel mehr draus wird. Wir machen 10 Minuten eine Halbzeitpause und sind dann gleich wieder für euch da.
Da sind wir wieder. Drittes Viertel. Luxe gegen die Stars aus Keltern. 3 Punkte Führung. 34-31 Hannover. Und ich habe kurz die aktuellen Stats für euch. Topscorer bei den Luxen mit 11 Punkten. Dara Taylor. 9 für die Centerspielerin Brianna Rollerson. Die hatten wir auch genügend angesprochen, gerade im Verlauf des zweiten Viertels. Bei den Gästen aus Keltern ist das Scoring etwas mehr verteilt. 6 Punkte für Alexandra Elizabeth Kiss-Rusk. 5 stehen auf dem Konto von Samantha Cooper. Und die 10 Punkte, die will ich hier natürlich nicht unterschlagen, auf dem Konto der Nummer 29, auf dem Konto der Französin, das ist Sarah Romain. Drittes Viertel, 3 Punkte Führung für die Luxe. Wir starten direkt rein. Let's go! Keltern in Ballbesitz, Nummer 24, übernimmt da den Spielaufbau. Handoff oben an der Birne, schönes Pick and Roll gelaufen, gut abgerollt und schön gestört. Ja, und das ist genau das, was ich im Vorfeld der Partie gesagt habe: diese Präsenz unterm Korb, diese Physis der 9-18. Brianna Rollerson. Wenn die sich lang macht, dann wird es natürlich dunkel da unterm Korb. 10 Sekunden auf der Shot Clock. Block wird weggeschickt. Kommt jetzt raus für den Dreier. Haben sie den Shot im Blick? Ja, oh, wilder Dreier. Aber entscheidend gestört. Oh. Na, das ist Kategorie dummes Foul. Muss da beim Rebound irgendwie gewesen sein. Foul von Rory Jongeling aus den Niederlanden. Das sind die Fouls, die den Head Coach ärgern. Gut verteidigt, Shot Clock läuft runter, Szene ist eigentlich komplett durch und dann da irgendwie nochmal so ein kleiner Handcheck. Gibt neue 14 für die Stars. Lefty. Ja, sah gut aus von dir eigentlich, der Versuch. Geht aber hinten auf den Ring. Laura Stockton übernimmt den Spielaufbau für die Luxe. Oh, schöne Bewegung. Mit links gefinisht Brianna Rollerson. Ball ist im Post. Face-off. Schöne Wurfbewegung. Punkte von Samantha Cooper. TK wieder im Spielaufbau. Ah. Müsste ein Holding sein gegen die 24. Das ist das Foul gegen Matija Tavic. 15 auf der Shot Clock. Korb zählt nicht. Offensivfoul gepfiffen. Drittes persönliches, auch das wird jetzt langsam zum Thema, nochmal für euch zur Erinnerung. 5 Fouls darf jeder Spieler persönlich begehen. Ah, schön gespielt. Gut rausgepoppt und Samantha Cooper, die Kanadierin, dann mit einfachen Punkten unter dem Korb. Ah, viele Fouls jetzt hier in den ersten Minuten. Rollerson da mit dem Rücken zum Korb. Geht immer auf Taylor. Hat jetzt bei den Stars. Schön durchgetankt. Punkte kommen von der 29. Das ist Sarah Roma. Oh, TK muss da jetzt aufpassen. Aber Einsatz stimmt. Gibt den Jumpball. Spielrichter Nummer
Gäste wechseln und neu kommt mit der Nummer 0. Kaya Hansen. Oh, wird nicht gepfiffen. War für mich jetzt ein bisschen. Nach zu viel Körpereinsatz aus. Foul muss auf das Konto von Lara Stockton gehen. Gäste wechseln. Sydney Parson bringt jetzt mit der Nummer 13 den anderen Center, Michaela Gustafsson, die Schweden, auch neu zum Team gestoßen. Und auf der Center-Position sind sie gar nicht so gut besetzt, die Jungs. Also da werden wir die beiden eigentlich in der Dauerrotation sehen, während hier Matija Tavic den ersten von zwei Freiwürfen trifft. Zweiter ist auch drin. Reagieren tut sie auch. Gäste aus Keltern drehen das Spiel 41-36 der Spielstand. Aktion von ihr. So, Stars jetzt wieder im Angriff. Ah. Guter Boxout. Guter Boxout von Rory Jungling. Taya Hansen ist jetzt on fire. Zweiter Swish von ihr. Guter Korberfolg. Saubere Technik. Stars können aber direkt antworten.
Rostock mit ihrem zweiten persönlichen Foul. Teamfoul-Grenze bei den Lux ist erreicht. Das bedeutet, jedes weitere Foul führt automatisch zu Freiwürfen. Tankt sich da schön durch, finisht mit links. Super schwer zu verteidigen, da gerade von der größeren Gegenspielerin. Und Keltern jetzt mal mit dem Fehlversuch. Dicke Arme, das Spiel schnell. Face-off, Crossover, Pull-up. Ah, geht hinten drauf. Ball fällt nicht rein. Keltern wechselt, neu kommt mit der Nummer 8 Linda Littoranta aus Finnland. Zwei Finninnen im Team der Stars mit der eben genannten Linda Littoranta und Elena Koskinis. Beide auf den Guard-Positionen, einmal 31, einmal 27 Jahre alt. Sowas hilft auch immer, wenn man da Landsmann oder Landsfrau im Team hat. Oh! Auf der anderen Seite sehen wir einen schönen Bankshot von Rory Jongling. Den muss sie eigentlich ansagen, also den da mit Brett so reinzuknallen. Beim Training zählt so einer meistens nicht. Soll uns aber hier egal sein. Punkte für den TKH und Timeout. Spielstand für euch 44-43. Ein Punkt nur noch der Rückstand für die TKH Luxe. Gleich geht's weiter. Also, stellt ein Notziel. Und jetzt möchte ich die ganze Halle! Die Hand! Keltern bringt den Ball nach vorne. Foul gepfiffen gegen India Farsi. Team von Grenze erreicht. Ich habe es euch gerade erklärt. In dem Fall jetzt zwei Schuss für die Stars aus Keltern. An der Linie mit der Nummer 8 Linda Littoranta. Erst macht sie sicher. Wir schauen, ob der zweite reingeht. 4 Minuten knapp zu spielen in diesem dritten Viertel. Zweit macht sie nicht, aber die Luxe kriegen den Ball nicht kontrolliert. Und dafür Alexandra Kiss-Rusk mit dem Offensiv-Rebound und den 2 Punkten. TKH im Spielaufbau. Die
Ball geht wieder runter auf Kiss Rusk, die da den Schritt zu viel macht. Klassisches Dribbling. Und wir sehen den Wechsel bei den Luchsen. Es kommt erneut Mitte 18, Brianna Rollerson. Also wieder der starke Center da unterm Korb jetzt auf dem Feld. Kick wird gesetzt. Taylor, ja, diesmal nicht. Zwei Punkte Führung für die Stars. Werden vier draus, ja. Den macht sie sicher. Sarah Romain, die jetzt hier zum Topscorer der Partie avanciert. Da brauchen die Luxe jetzt schnell eine Antwort. Ja, den drei nimmt sie nicht. Oh, den lässt sie liegen. Glück dafür, Hannover. Wird jetzt ein bisschen fahrig. Viele einfache Aktionen wieder liegen gelassen werden. Nächsten Punkte von Kiss Rusk, die jetzt langsam aufdreht. TKH muss da schauen, dass er zügig eine Antwort findet. Das sind zu einfache Punkte unter Korb. Leiden bei Hannover. Laura Stock und Poleros kommen wieder zurück in die Partie. Let's go, Peter, let's go! Knappe zwei Minuten zu spielen. Ah, schönes System. Ja. Da belohnt sich mit einfachen Punkten, aber Poleros. Die Namen immer amerikanisch aus, aber die kommt aus Wuppertal, also viel deutscher geht es eigentlich nicht. Sarah Mohlens. Ah, Glück dafür, Hannover, der Ball in and out, fliegt wieder raus. Oh, wichtiger Wurf. Wichtiger Wurf für Hannover, die jetzt hier wieder dran sind, die Jahr Fancy. Wieder Spiel, wieder eng gestaltet. Auf der anderen Seite, oh, das ist tough. Das ist tough, da tankt sie sich gut durch. Sarah Romain, die jetzt hier zunehmend heiß läuft und das Ganze eigentlich nicht verteidigt. Aber Stockton, außen wäre der Dreier frei. Ja, die nimmt's auch. Fällt aber diesmal nicht. Ball bleibt bei Keltern. 38 Sekunden noch zu gehen im dritten Viertel. 6 auf der Shot Clock. 49-52 der Score. Wir schauen, was für ein Play gelaufen wird. Screen wird oben gestellt, poppt raus. Guard kommt oben rum. Gott sei Dank nicht. Shot Clock abgelaufen. Und den nächsten Angriff, den werden sie jetzt schön ausspielen. Die Stars dann nur noch 6 oder 5 Sekunden haben. Ah! In der Theorie alles gut gedacht von mir, hilft aber natürlich nicht, wenn man den Ball wegschmeißt. Ball ist im Aus. Und jetzt aber werden die Stars ausspielen. Shot Clock ist bei 19. Und wir schauen mal, was für ein Play gelaufen wird. Das werden wir schön runterlaufen lassen auf 16 Sekunden, bis dann das Play startet. Noch 4. Und das nochmal aus. Okay, wer hat's gedacht? TKH bekommt nochmal die Chance auf einen letzten Abschluss.
Jetzt muss es schnell gehen. Ball wird abgeholt. Und das ist das Ende von Viertel Nummer 3. Spielstand 49-52. 2 Minuten Viertelpause. Wir sind gleich wieder da. Stats für euch, 49-52 der Zwischenstand und ich habe es gerade angesprochen, 16 Punkte stehen auf dem Konto von Sarah Romand, das macht sie mit Abstand zum Topscorer bei den Stars, 12 auf dem Konto von Chris Rusk, die sich da gerade in den letzten Minuten nochmal ordentlich unten durchgetankt hat und bei den Luxen verteilt sich das Scoring, 13 Punkte für Dara Taylor, 11 für Rollerson und 8 für India Fosser. Wir sind gespannt, was das letzte Viertel mit sich bringt. 3 Punkte Rückstand. Weiter geht's. Dann haben wir den Dreierversuch. Oh, das ist aber Glück, dass sie gar nicht das Foul dazu vorlassen. Da ist es rüber. Zu kompliziert gedacht. Dann sagt der Wurst, oder den Floater. Jetzt ist er bei. Wir sehen mit der 9 Caroline Sukow. Aber das macht so ein Team natürlich auch aus, dass Spieler, die dann von der Bank kommen, sofort abliefern. Erstmal mal hier das Foul. Foul geht gegen Caroline Sukow. Und raus geht mit der 2 India Fosser. Gut verteidigt, Arme sind oben. Jetzt kann es mal schnell gehen bei den Luxen. Blauer Stock mit dem Ballvertrag. Ball ist gut bei Rosen. Ah, da fehlen dann so ein bisschen die gelaufenen Plays. Ist jetzt zu statisch. 10 gleich noch auf der Shotclock. Jetzt wieder Stock. Pick wird gesetzt. Schauen wir, ob sie kreieren kann. Zieht das Foul, das in dem Fall gegen die 13 geht. Und die 2 Punkte muss sie sich jetzt an der Linie verdienen. 2 Schuss, Laura Stockton.
Wir haben enges Spiel. 53, 52, 8, 20 noch zu spielen im letzten Viertel. Dreierversuch der Stars. Oh. Und da war das Fenster komplett offen. Airball. Und kannst nur ein Resultat geben. Das ist der Einwurf für die Luchse, die jetzt mit Flach wieder den Ball vertragen. Ball geht hoch auf Orlasen. Wieder kommt der Pick. 7 auf der Shotclock. Gehen sie nochmal unten auf den Post. Ja. Boah, tough. Tough. Tougher Basket. Orlasen tankt sich da durch. Ob das so geplant war, weiß man nicht. Ist aber auch egal. Punkt ist drin. Führung TKH mit 3. Antwort der Stars unterm Korb, tankt sich da die durch, die Nummer 13, Olesia Malaschenko. Pick von Rosen kommt wieder, nimmt es aber nicht wirklich. Foul im Wurfversuch, gibt 2 Schuss für Taya Henson. Erst macht sie sicher. Wichtig, dass sie noch den zweiten reinhaut. Was gibt über Selbstbewusstsein? Wir schauen es uns an. Ja, sicher. Wechsel bei den Luchsen. Es kommt neu mit der Nummer 12. Rory Jungling. Oh, ja, Trevor, wollte gerade sagen, das war ein Schritt zu viel, Alexandria Kiss-Rusk da zu schnell mit dem Ball unterwegs und dabei vergessen zu dribbeln. Den Luchsen soll es recht sein, die jetzt hier in Ballbesitz kommen, 6:51 zu spielen in Viertel Nummer 4. Erfolgreich taucht unter dem ausgestreckten Arm des Verteidigers durch, macht die Punkte. 59-54 Führung für Hannover. Auch da können die Gäste antworten. Punkte kommen von der Nummer 13 der Gäste, das ist Malaschenko. Bonus-Freiwurf sitzt. Kann auch werfen.
großer, kräftiger Spielertyp, der aber auch das nötige Händchen hat, um da mal so einen Dreier reinzuhauen. Also da muss die Lux jetzt konsequenter verteidigen. Zolkov dirigiert das Spiel, Stock holt sich den Pick hoch. Shotclock ist bei 2, sieht ihr die? Boah, tough. Das ist gut gespielt, schön durchgetan und dann mit der rechten Hand schön gefinisht. Wir schauen, wie Keltern reagiert. Da ist wieder Malaschenko. Das ist der zweite in Folge. Also spätestens jetzt müssten sie verstanden haben, dass man die nicht werfen lassen darf. Ball ist bei Keltern. Ball jetzt bei den Lux. Stock den Ballvortrag. Holt sich den Blick hoch. Jetzt. Foul natürlich vorher. Ja, da muss ich mal Matea Tavic recht geben, der da beim Schiri die 3-Sekunden-Regel anmerkt. Auch da nochmal für alle, die nicht so regelmäßig beim Basketball dabei sind, diese Zone unterm Korb, der Freiwurfbereich. Das ist der Bereich, in dem man sich als Angreifer nur 3 Sekunden aufhalten darf. Und ist mir jetzt im Verlauf des Spiels auch schon öfter aufgefallen, dass gerade die Großen, also Rollerson, Gustafsson, aber selbe gilt natürlich auch für die Center-Spieler der Stars. Also die parken da teilweise mehr als 3 Sekunden unten. Aber Schiris pfeift es auf beiden Seiten nicht, von daher passt das. Der müsste an Hannover gehen. Oh, hätte ich jetzt anders gepfiffen. Gibt neue 14. Spielstand für euch 61-63. Ja. Und auch das macht den Basketball aus. Schiris sprechen sich kurz ab. Schiri unterm Korb hat es anders gesehen und dann wechselt der Ballbesitz. Crunch-Time ist angesagt. 3:35 auf der Uhr. Wallace beißt er durch. Und kriegt den Schrittfehler gepfiffen. Und ich übersetze mal für euch, was hier Coach Sidney Parsons zu seinem Center-Spieler ruft. Er sagt, nimm den ersten, geh direkt hoch. Du bist größer, du bist kräftiger. Tank dich da durch. Wir schauen mal, wie es im nächsten Angriff umgesetzt wird. Jetzt erstmal die Stars in Ballbesitz. Ah, gut verteidigt. Und dann der Airball. Schöner Hustle. Der Luxe. So, Halle, ihr hört es an meiner Stimme, Halle ist auf jeden Fall da. Ah, der fällt raus. Da hat sie den Ausgleich auf der Hand. Ja, da bleiben sie jetzt dran an der Malaschenko, die kann werfen. Hat sich mittlerweile auch in Hannover rumgesprochen. Schönes Handoff, Malaschenko, da ist sie wieder. Oh, der fällt nicht rein. Glück für Hannover, die jetzt im Ballbesitz sind. 2:30, Stockton. Bricht ab, ja, richtige Entscheidung. Bricht ab, nimmt Ruhe rein. Läuft das neue Set. Ah, oh, tough. Wenn sie da nicht verteidigst, dann wirft sie einfach drauf. Müsste die Führung sein für Hannover, wenn der Fuß nicht auf der Linie war. Wir schauen gleich mal. Ja, Schiri ist neben den Dreier.
Führung Hannover. 2 Minuten noch zu spielen. Tough. Wie sie da antwortet, sucht den Körperkontakt, Finish mit links. Hält sich die Spielerin mit rechts vom Körper weg. Viel besser kannst du so einen Dreier auf der anderen Seite nicht beantworten. Einer vorne für die Stars. Wir schauen, was der Bonusfreiwurf macht. An der Linie ist auf jeden Fall die 29, Sarah Romain. Bonusfreiwurf fällt auf jeden Fall nicht rein. 1 von 40. Halle erhebt sich. Laura Stockton zieht das Foul. Sie wird für 2 Schuss an die Linie gehen. Gibt auf jeden Fall jetzt Freiwürfe für Laura Stockton. Teamfoul-Grenze bei den Stars ist erreicht. Erster Freiwurf ist drin. Wir schauen, was der zweite macht. Die Halle ist auf jeden Fall bereit zum Ausflippen. Freiwurf Nummer 2 für Stockton. Auch der sitzt. Führung Hannover. Führung TKH. Timeout. Keltern. Teamfoul-Grenze bei den Gästen aus Keltern ist auf jeden Fall erreicht. Also der Zug zum Korb jetzt auf jeden Fall auch ein moderates Mittel für die TKH Lux, um hier schnell an der Linie einfache Punkte zu erzielen. Sie führen in dieser sehr, sehr engen, unterhaltsamen Partie mit einem Punkt. 66-65 der Spielstand. Die Halle ist auf den Beinen. Wir schauen, was wir machen. 1:35 noch auf der Uhr. Gut verteilt unterm Korb. Jetzt Arme weg. Arme sind oben. Antwort: 1 Punkt Führung. Taylor im Spielaufbau. Holt sich den Blick ran. Spiel ist unterbrochen. Schiedsrichter im Gespräch hier mit dem Kampfgericht. Shotclock stimmt nicht. Gerade war sie bei 13 Sekunden. Schiedsrichter merkte an, dass die Uhr wohl etwas zu früh gestartet wurde bzw. falsch gelaufen ist. Jetzt ist sie bei 15. Also 15 Sekunden bei 1:13 zu spielen. 1 Punkt Führung für Keltern. Einwurfseite. Das wird Taya Hensel übernehmen. Weiter geht's. Horn ist offensichtlich angezeigt. Hand ist am Ball. Und Achtung, es läuft die letzte Spielminute. Der TKH braucht den Ball. Noch 10 auf der Shotclock.
und der fällt rein. Malaschenko wurschtelt den irgendwie rein. Timeout Sydney Parsons. 40 Sekunden auf der Uhr. Wir sind gleich wieder da. Die Sydney Parsons 66-69 der Spielstand, 3 Punkte Rückstand. 3 Punkte Rückstand für die Luchse, die nach dem erfolgreichen Wurf von Malaschenko jetzt in Ballbesitz sind und wir sind gespannt, wie jetzt die Antwort aussieht. Stockton auf jeden Fall beim Einwurf, Rollerson wird gleich wahrscheinlich rausploppen, um den Ball entgegenzunehmen oder den Screen setzen. Jetzt kommt Taylor hoch. Ball ist auf jeden Fall im Spiel, gerade noch so. Taylor, Ball geht rund auf Rollerson, die da gehalten wird. Jetzt geht sie hoch. Ball fällt rein. Timeout. Timeout, Keltern. Wir haben eine 1-Punkt-Führung für die Rotronic Keltern Stars. Nach dem Timeout geht's weiter. Timeout ist vorbei. Wir haben 32 Sekunden noch zu spielen in diesem vierten und letzten Viertel. Und Ziel der Luchse muss es jetzt natürlich sein, zumindest dafür zu sorgen, dass die Stars keinen Punkt mehr erzielen. Viel besser noch ein Steal. Das Ganze im Optimalfall natürlich ohne Fouls. Wir schauen es uns an. Let's go! Stockton verteilt das Ganze eng. Versucht heute den Ball zu kommen. Wichtigste Possession des Abends. Ball geht runter. Rollerson nimmt da die Arme raus. 5 auf der Shot Clock. Foul müsste vor dem Wurf sein. Und nochmal Timeout. Und das gefällt dem Coach gar nicht. 10 Sekunden auf der Uhr, 1 Punkt der Rückstand. Thank you.
Also Teamfoul Grenze erst nach der Aktion angekommen, bedeutet, es geht jetzt erstmal weiter mit Einwurf Baseline. Jedes weitere Foul bringt dann automatisch die zwei Freiwürfe. Assistant Mark Mulder erkundigt sich da einmal beim Kampfgericht, wie viele Timeouts die Luchse noch haben. Ticker Hahn muss jetzt natürlich in jedem Fall faulen, da ansonsten die Stars einfach die Uhr runterlaufen lassen können. Wir schauen uns an, welcher Spieler jetzt hier von Sydney Parsons und ihrem Coaching-Staff ausgemacht wurde. Wen lohnt es sich jetzt zu faulen? Wer ist der vermeintlich schwächste Schütze der Stars? Alles auf jeden Fall da. Und los geht's. Block wird gestellt. Oben, es poppt hier raus. Ball ist bei Hannover. Ball ist bei Hannover. Noch 2 Sekunden. Oh. Und das ist das Ende. Das ist das Ende. Spannender könnte es nicht sein. Der sah richtig gut aus. Bisschen vielleicht die Uhr da aus dem Auge verloren. Wow. Was für eine Schlussphase. Das Spiel ist vorbei. Keltern gewinnt 68-69 in einem packenden, in einem spannenden Saisonauftakt. Das Spiel macht Lust auf mehr. Die Luchse in einem neu formierten Team mit einem starken ersten Auftritt. Wallhausen hat mir gut gefallen unterm Korb. Und was ihr zu Hause jetzt nicht seht, Standing Ovations auf der Tribüne, die Fans honorieren diese starke Leistung. Und ja, das soll es gewesen sein von mir hier vom Anschreibe- bzw. Kommentatorenplatz. Nächsten Sonntag dann das nächste Spiel. Und zwar geht's gegen Alba. 16 Uhr Tip-Off. Restliche Tickets gibt es wohl noch online. Schaut da gerne auf der Homepage der Luchse vorbei. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bei euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Spaß gemacht. Und wir sehen uns nächsten Sonntag um 16 Uhr gegen Alba Berlin wieder. Macht's gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal und ciao.